Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch mal ein Hausmittel vorzeigen, wie man effektiv seine Mückenstiche damit behandeln kann. Ich habe sehr viele Mückenstiche gerade. Das liegt daran, dass wir hier in einer Region wohnen, die vom Hochwasser geplagt war. Der eine oder andere hat es vielleicht auch in den Medien mitbekommen. Aus dem Grund jetzt halt die Mückenplage. Und ich habe mir zwar auch so ein Mückengel geholt, muss allerdings sagen, das wirkt vielleicht 2-3 Minuten, solange die Stelle kühl ist, weil es kommt ja aus dem Kühlschrank, aber danach fängt es bei mir immer wieder an zu jucken. Und aus dem Grund möchte ich jetzt euch gleich einen Trick zeigen, wie man das auch anders behandeln kann. Vorher möchte ich aber noch auf meine Mückenfalle verweisen. Das Video könnt ihr hier oben anklicken, das habe ich letztes Jahr gemacht. So könnt ihr euch zumindest im Wohnraum vor den Biestern schützen. Wenn ihr natürlich draußen sitzt oder draußen unterwegs seid, würde ich das relativ wenig nutzen. Ja, wie behandle ich nun meine Mückenstiche? Ich habe mir dazu hier ein Teebaumöl gekauft und reibe damit die Mückenstiche ein. Ich zeige euch das auch gleich. Teebaumöl bekommt ihr in Apotheken oder Drogeriemärkten oder auch im Internet. Ich habe euch das unten dazu mal verlinkt, könnt ihr auch mal nachschauen. Auch da könnt ihr das Teebaumöl kaufen. Und hier könnt ihr einen schönen Mückenstich sehen von mir. Ich nehme jetzt einfach mein Teebaumöl, mache mir einfach so 1-2 Tropfen auf den Finger und reibe das dann hier großflächig auf die Stelle ein, wo mein Mückenstich ist. Ihr könnt sehen, ich habe das hier sogar schon so ein bisschen aufgekratzt, der ist ganz frisch. Und das lässt man dann für ein paar Sekunden einwirken. Achtet darauf, dass ihr euch das nicht irgendwo in die Klamotten wischt. Das muss erstmal einziehen und schaut auch bei eurem Teebaumöl nach, ob ihr das eventuell verdünnt auftragen müsst. Da gibt es also auch Unterschiede. Und das war es im Prinzip auch schon. Das wird dann nach ein paar Minuten eintrocknen und dann hört es auch schon auf zu jucken. Ja, so einfach ist auch die Anwendung mit Teebaumöl, wie ihr gesehen habt. Welche Hausmittel verwendet ihr denn für Mückenstiche? Schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Es würde mich interessieren, was es da noch so für Tipps und Tricks gibt. Und ansonsten möchte ich noch anmerken, wie gesagt, achtet drauf, ob ihr eine Verträglichkeit oder Unverträglichkeit gegen Teebaumöl habt. Ihr solltet natürlich auch gucken, dass die Mückenstiche keine anderen Symptome hervorrufen, wie Fieber, Kopfschmerzen oder Übelkeit. Oder auch allergische Reaktionen, denn Mücken können auch Krankheiten übertragen. Sollte das bei euch der Fall sein, wird euch das Teebaumöl nicht mehr weiterhelfen, dann würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall zum Arzt zu gehen. Ja, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!